Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Heute geht es um mein Buch, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Die Kuh, die weinte. Ein Buch, welches als Spiegel-Bestseller beworben wird und entsprechend hoch waren auch meine Erwartungen. Das erklärte Ziel des Buches ist, einem den Buddhismus näher zu bringen. Dies geschieht nicht etwa mit Erklärungen oder Weisheiten, sondern es werden einfach Kurzgeschichten aneinandergereiht. Die Begründung dafür seitens des Autors ist ein besseres intuitives Verständnis der tieferen Wahrheiten des Buddhismus durch eine ganzheitliche Aufnahme. Die enthaltenen Weisheiten sind von der Natur der Sache her eigentlich schon begründet, ja, zeitlos. Die Geschichten sind thematisch geordnet, es gibt verschiedene Themen, doch die Übergänge sind fließend und meiner Meinung nach sollte man sich nicht zu sehr darauf fixieren, nur genau das zu beobachten oder lernen zu wollen, was das Thema nun gerade vorgibt, da eben die Geschichten immer sehr viele Wahrheiten und Interpretationsmöglichkeiten auch zulassen. Ja, ansonsten kommen wir mal zur persönlichen Bewertung. Also ich finde es klasse, ich finde es einfach geil. Ich habe das Buch an 2 Tagen durchgelesen und bin auch ja, zu 100% sicher, dass ich dieses Buch auch noch häufiger zur Hand nehmen werde. Für viele Menschen stellt dieses Buch nach den Rezensionsurteilen nach einfach eine kleine Art der Meditation dar. Viele nehmen sich einfach nicht die Zeit, mal eine halbe Stunde abzuschalten und eine kleine Meditation zu machen und ja, in der Gedankenlosigkeit Kraft zu sammeln, ja, und den Stress zu verarbeiten, sondern die nehmen dann einfach das Buch hier zur Hand und ja, tun 1-2 Minuten ein bisschen drin lesen, eine Geschichte, und damit ist das eine wirklich zeitsparende, für das Mindset des westlich geprägten Menschen passende Methode, ja, seinen Stress abzubauen. Mit der Grundaussage, dass man das Leben nicht so ernst nehmen sollte, sollte man schon übereinstimmen, bevor man das Buch zur Hand nimmt. Wenn man einige negative Rezensionen liest, dann ist das Hauptproblem, dass diese Rezensenten sehr ja, durchaus verkrampft und wenig offen an das Buch herangehen. Sie haben genau das, was sie wissen wollen. Und das widerspricht auch der Grundaussage des Buches. Was natürlich dagegen spricht, dass Menschen das Buch kaufen sollten, die sich wirklich ernsthaft und ja, auf einer Wissensebene mit dem Buddhismus auseinandersetzen wollen. Da gibt es sicher meiner Meinung nach auch bessere Bücher. Auch wer konkrete Hilfestellungen sucht für ganz spezielle Probleme, der wird nicht fündig werden. Das Buch Lesen und Verstehen heißt im Großen und Ganzen denken und daraus deduktiv quasi Hilfe für seine Alltagsprobleme im Einzelnen abzuleiten. Ich habe das Buch zusammen mit meiner Freundin am ersten Abend, als ich das Buch erhalten habe, als eine wunderbar anregende, erheiternde, aber auch entspannende Lektüre erfahren. Ich kann beim besten Willen nichts Kritisierenswertes finden, wenn man sich bewusst auf den Anspruch, der klar ersichtlich ist, einlässt und nicht erwartet, was man nicht erwarten darf. Daher gibt es für das Buch von mir 5 Sterne und einen festen Platz in meiner Bibliothek. Und das soll es dann auch wieder von mir gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian. Tschüssi.